Sadhguru, Selbstbeobachtung in mir hat mich zu verschiedenen, wohlüberlegten Schlussfolgerungen in meinem Leben geführt. Aber woher würde ich wissen, wenn meine Introspektion anfängt, sich in Richtung eines übermäßigen Denkens zu bewegen? Und wie schütze ich mich davor, ein Grübler zu sein? Denn das führt manchmal zu einer Menge Zauderei. Oh, es ist eine beliebte Frage. Schau, angenommen du fährst, wenn du statt durch die Windschutzscheibe zu blicken, fortfährst und in den Spiegel blickst, den Rückspiegel, dann meine ich, solltest du im Rückwärtsgang sein, nicht im höchsten Gang. Hallo? Also, dieser ganze Unsinn mit der Selbstbeobachtung ist von den Engländern gekommen. Sie haben das mitgebracht. In diesem Land glauben wir nicht an Selbstbeobachtung. Weil, schau, du versuchst dein eigenes Durcheinander zu analysieren. Das wird so nicht funktionieren. Wenn du es auf Abstand hältst, weißt du genau, was es ist. Du musst nicht darüber nachdenken. Es ist so. Sagen wir, du willst heute Nacht vom Flughafen in Delhi abfliegen. Du fährst los. Dann kommt deine Abflugzeit, aber es gibt einen riesigen Verkehrsstau. Wie erlebst du den Verkehrsstau? Oh, tiefes Leid, obwohl du vielleicht in deinem Traumauto sitzt. Alright. Nun bist du irgendwie zum Flughafen gekommen, bist in das Flugzeug gestiegen und es flog ab. Dann bist du aufgestiegen. Dann hast du hinuntergeschaut. Der Stau war immer noch da. Er sieht so schön aus. Weiße Lichter und rote Lichter, eine Kette davon. Wirklich schön. Hast du das gesehen? Ja. Alles, was passiert ist, ist ein wenig Abstand, nicht wahr? Sobald da ein wenig Abstand ist, ist das kein Problem mehr. Du weißt, wie damit umzugehen ist. Und so sind wichtige Erkenntnisse entstanden. Schau, selbst jetzt, ich weiß, du bist eine Ingenieurin, aber wenn ich dich bitte, auf diese Bühne auf und ab zu gehen und festzustellen, ob dieser Planet rund oder flach ist, was ist deine Erfahrung? Er ist flach. Dieser Streit hätte noch weitere tausend Jahre andauern können. Es hat sich geklärt, weil wir angefangen haben, die Ozeane zu überqueren, dann konnten wir sehen, er scheint rund zu sein. Dann begannen wir zu fliegen, ganz klar, die Form war offensichtlich. Dann flogen wir und standen auf dem Mond und schauten hinunter. 100% klar. Etwas so Einfaches konnten wir nicht sehen, als wir auf dem Planeten gingen, nicht wahr? Hier ist es das Gleiche. Die Natur deines Verstandes, die Natur der Instrumente des Lebens, die der Körper und der Verstand sind. Im Yoga sehen wir nicht Körper und Verstand. Es gibt einen physischen Körper und es gibt einen mentalen Körper. Denn leider bedeutet Verstand, der europäische Vorstellung vom Verstand ist, dass er hier sitzt. Nein. Im Grunde genommen nennt man etwas Verstand, weil es ein bestimmtes Maß an Intelligenz und Erinnerung gibt. Das ist, was man als Verstand bezeichnet, nicht wahr? Weißt du noch, wie vor 5 Generationen deine Urgroßmutter aussah? Nein, aber ihre Nase sitzt auf deinem Gesicht. Ja oder nein? Vor 1 Million Jahren, wie deine Vorfahren waren, noch immer erinnern sich deine Epithelzellen daran, was die Hautfarbe war. Ja oder nein? Jede Zelle in deinem Körper trägt also 1 Million Mal mehr Erinnerung, als dein Gehirn je verarbeiten kann. Ja oder nein? Wir sprechen hier von einer höchst komplexen chemischen Fabrik. Wenn man sich anschaut, was ein einziges DNA-Molekül in 1 Minute ausführt, all die Fabriken auf dem Planeten können das nicht. Alle Computer auf dem Planeten, Supercomputer auf dem Planeten können nicht so viele Funktionen ausführen. So funktioniert es. Sowohl in Bezug auf Intelligenz als auch Erinnerung ist es überall gleich verteilt. Ja oder nein? Zumindest ein neurologisches System ist überall gleich verteilt, das kannst du sehen. Verstand ist also nicht an einem Ort. Es gibt einen Körper des Verstandes, es gibt einen Körper der Erinnerung, es gibt einen Körper der Physikalität, es gibt einen Körper der Energie. Wenn du also nur einen Teil betrachtest von dem, wer du bist und versuchst dort ständig herumzudoktern, wenn du nicht weißt, wie du die anderen Dinge zum Funktionieren bringst und die anderen Dinge funktionieren per Zufall, dann ist es so, als würde jemand versuchen, mit angezogener Handbremse zu fahren.
Viele Menschen tun das. Sie merken es nicht. Sie denken, drück aufs Gas, dann läuft es. Nein, es könnte Feuer fangen. Ein Auto kann Feuer fangen, wenn man mit angezogenen Bremsen fährt. Im Moment sind die meisten Menschen so, weil sie zu einer Schule oder einem College gekommen sind. Nun ist das bisschen Intellekt befeuert worden mit allerlei externer Information. Damit machen sie alle möglichen Dinge, Selbstbeobachtung. Wer beobachtet hier wen? Das sind alles westliche Ideen, die den Menschen enormes Leid gebracht haben, enormes. Ein psychologischer Prozess ist eine Folge der Art von Daten, die du angesammelt hast und wie du sie verarbeitest, nicht wahr? Wenn du ihn etwas beiseite stellst, hat er keine Auswirkung auf dich. Wenn du willst, solltest du es benutzen, wenn du nicht willst, musst du es beiseite lassen. Aber jetzt denken die Menschen, sie denken die ganze Zeit. Was du Selbstbeobachtung nennst, es tut mir leid, wenn ich meine, dich irgendwie zu beleidigen, ist nicht meine Absicht, du weißt das. Es ist eine Art von mentalem Durchfall. Es läuft einfach weiter, du gibst ihm alle möglichen Namen. Aber im Wesentlichen, schau, denken bedeutet, dass du deinen Denkprozess bewusst einsetzt, um in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das ist Denken. Wenn es einfach die ganze Zeit läuft, ist das Durchfall, nicht wahr? Du musst also zwischen den beiden unterscheiden. Ist dies ein bewusster Denkprozess oder läuft er einfach wild umher? Das ist sehr wichtig. Selbstbeobachtung bedeutet also Rückansicht des Lebens. Du bist noch eine junge Frau, aber wenn du Selbstbeobachtung betreibst, wirst du bereits empfinden, dass du zu lange lebst. Ja? Das Intelligenteste, was die Leute meinen, du weißt schon, Shakespeare hat sich das ausgedacht, sein oder nicht sein. Das soll die intellektuellste Frage sein. Sag mir, wenn du glückselig bist, wirst du dann denken, sein oder nicht sein? Nur wenn du unglücklich bist, nur wenn du das Leben beschwerlich findest, nur dann wirst du denken, sein oder nicht sein, nicht wahr? In vielerlei Hinsicht ist also deine Selbstbeobachtung, ob du sie in kleinem oder großem Maße betreibst, es ist die Basis für psychische Erkrankung, weil du versuchst, Lösungen in einem Mülleimer zu finden, den du hast, den du als deinen Verstand bezeichnest. Was ist dort? Nur, was durch die fünf Sinne zu dir gekommen ist, ist dort, sonst nichts. Wenn du nach etwas Neuem suchst, lass mich dir das sagen. Du bist jetzt eine Computeringenieurin auf dem Weg dahin, richtig? Ist sie bereits? Okay. Kann dein Computer über die Daten hinaus, die du eingepflegt hast, funktionieren? Das Gleiche ist wahr für deinen Verstand. Was ein Rechenprozess ist, vielleicht weitaus komplexer als die Computer, die du bedienst, aber im Wesentlichen ist es ein Rechenprozess. Ohne Daten funktioniert er nicht. Wenn du also die Daten kennst, wenn du die Software geschrieben hast, du kennst die Daten, du weißt, was es tun kann und was es nicht tun kann. Wozu dann noch sich selbst beobachten? Denke ich also zu viel oder beobachte ich mich selbst? Beides ist nicht nötig. Du brauchst mehr Klarheit bei der Sicht auf die Dinge. Wenn du etwas siehst, wenn du es einfach sehen kannst, so klar, wie es ist, dann ist keine Selbstbeobachtung nötig. Ich erinnere dich nochmal daran, du bist eine junge Frau, aber ist das in Ordnung? Ich sage nicht, dass du ein Baby bist, ich sage eine junge Frau, auch wenn ich dich als Baby sehe. Ich sage dir also dies. Schau, wie lange das eigene Leben ist, hängt einfach von deiner Erfahrung ab, nicht von deinem Alter. Hast du das bemerkt? An einem bestimmten Tag bist du sehr fröhlich. 24 Stunden vergingen wie ein Augenblick, ist das wahr? An einem anderen Tag bist du leicht deprimiert. 24 Stunden fühlen sich an wie 1000 Jahre, ja? Nur unglückliche Menschen können also ein langes Leben führen. Wenn du freudvoll bist, ist es vorbei, bevor du weißt, wie dir geschieht. Bevor du herausfindest, worum es hier geht. Schau, wie alt. Ja, ich fühle mich, als wäre ich vorgestern geboren. Schau mich an.
Das Problem ist also, wir versuchen das Leben mit Selbstbeobachtung, Moral, Ethik, Ideen, Philosophien, Meinungen, Vorbildern, diesem und jenem festzulegen. Nein, das ist nicht, was nötig ist. Was nötig ist, ist, dieses Leben sollte auf überschwängliche Weise geschehen, auf dem höchsten Gipfel, auf dem es stattfinden kann. Es sollte Funken sprühen. Wenn ihr die ganze Zeit Funken sprüht, wird es euch körperlich gut gehen. Eure Genialität wird Funken sprühen, alles wird geschehen. Naja, wird alles in der Welt geschehen? Nein. Die Welt wird nie zu 100% so geschehen, wie du es willst. Weil ihr alle drei jung seid, sage ich euch, und viele von ihnen sind jung, ich sage euch, weil sich viele von euch in diesem Traum befinden, dass ihr den idealen Menschen findet werden, den perfekten Menschen in eurem Leben, Mann oder Frau oder was auch immer. Ich versuche nicht, die ganze Romantik zu zerstören. Ich sage euch nur, ihr werdet zutiefst enttäuscht sein. Denn viele Leute sagen, sie sind aus Mathura. Krishna, überaus fantastischer Mann, aber seine Frauen beklagen sich ständig. Nicht, weil etwas mit ihm nicht stimmt, sondern weil es in der Natur der Existenz liegt. Niemand auf dieser Welt wird genau so geschehen, wie du sie dir wünschst. Ja oder nein? Es gibt also diese eine Möglichkeit, diese eine Person. Du kannst diese Person so geschehen lassen, wie du es willst. Wenn du diese eine Sache tust, wo ist die Notwendigkeit für all das? Das ist es, was du tun musst. Du bist Ingenieurin. Du musst etwas Ingenieurwissenschaft anwenden. Inner Engineering. Damit das hier so funktioniert, wie du es willst. Welt! Wir werden unser Bestes tun.